Bekommt meine Frau, wenn ich sterbe, eine Witwenrente aus meiner gesetzlichen Unfallrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin 71 Jahre alt und erhalte eine Unfallrente mit einem MDE von 70 seit 6 Jahren gezahlt. Wird nach meinem natürlichen Tod von mir Witwenrente aus der Unfallrente an meine Ehefrau gezahlt? Fragezeichen. Diese Frage kann ich nicht pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten. Ihre Frau würde nur dann die Witwenrente erhalten, wenn die Voraussetzungen der Paragraphen 63 und 65 Sozialgesetzbuch Nr. 7 erfüllt wären. Das Sozialgesetzbuch Nr. 7 ist das Gesetzesrecht für die gesetzliche Unfallversicherung. Und eine ganz wichtige Voraussetzung für einen Witwenrentenanspruch aus der gesetzlichen Unfallversicherung muss erfüllt sein. Der Anspruch auf die Witwenrente nach dem SGB 7 besteht nur, wenn der Tod infolge eines Versicherungsfalls eingetreten ist. Wenn also Ihr Tod die Folge Ihres Arbeitsunfalls oder Ihrer Berufskrankheit ist, dann wäre das ein Fall, wo Ihre Frau tatsächlich die Witwenrente bekommen würde. Wenn Sie aber aus anderen Gründen versterben, die nicht im Zusammenhang mit dem festgestellten Versicherungsfall aus der bewilligten Unfallrente stehen, gibt es keine Witwenrente. Beispiel: Sie haben beim Arbeitsunfall ein Bein verloren und erhalten deswegen eine Verletztenrente von 1.000 Euro auf Basis eines MDE von 100. Jetzt sterben Sie 20 Jahre später an einem Herzinfarkt, der keinen ursächlichen Zusammenhang mit Ihrem Beinverlust hatte. Ihr Ehegatte oder Ehegattin bekommt keine Witwenrente. Sterben Sie aber 20 Jahre später, weil sich die Operationsnarbe an dem Beinstumpf wieder geöffnet hat und Sie eine Sepsis bekommen haben oder eine Nekrose und Sie deshalb eine Blutvergiftung erlitten haben, dann bekommt Ihr Ehegatte oder Ehegattin eine Witwen- oder Witwerrente. Das ist das entscheidende Kriterium in dem gesetzlichen Unfallrecht, wann es eine Witwenrente oder Witwerrente gibt. Das muss immer im ursächlichen Zusammenhang mit dem eingetretenen Versicherungsfall stehen. Im normalen gesetzlichen Rentenrecht gibt es das nicht. Da stirbt der Ehegatte und Sie haben unter der Voraussetzung, dass Sie mit dem ein Jahr verheiratet gewesen sind, Anspruch auf die entsprechende Witwenrente, klein oder groß. Da ist es völlig egal, an was der stirbt. Der Anspruch auf die Witwenrente ist ähnlich wie im gesetzlichen Rentenrecht geregelt. Es gibt die kleine und große Witwenrente. Die ersten 30 Kalendermonate nach dem Tode des Versicherten, da gibt es die volle Rente. Danach würde eine Witwenrente in Höhe von 40% des Jahresarbeitsverdienstes, welche der Unfallrente des verstorbenen Ehegatten zugrunde liegt, berechnet werden. Es gibt aber nicht nur die Witwenrente, sondern es gibt sogar noch ein Sterbegeld, Überführungskosten des Leichnams des verstorbenen Ehegatten an den Bestattungsort, wenn der Tod des Ehegatten nicht am Wohnort der ständigen Familienwohnung eingetreten ist, und Beihilfeleistung für Witwer oder Witwen, wenn der Anspruch auf eine Witwenrente nicht besteht. Wenn der Anspruch auf eine Witwenrente nicht besteht, dann haben Sie grundsätzlich keine Witwenrentenansprüche nach dem SGB VII, aber Sie haben Ansprüche auf die sogenannten Beihilfeleistungen. Entscheidend für den Anspruch auf die Witwenrente aus einer bestehenden Unfallrente ist daher zwingend, ob der Tod die Folge des versicherten Unfallgeschehens war oder nicht. Gibt es keine Witwenrente nach dem SGB VII, müssen Sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann haben Sie zumindest Anspruch auf die Witwenrente nach dem gesetzlichen Rentenrecht SGB VI. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.